Frieren für die Radwege. So sieht das zumindest die FDP im Rathaus und hat deshalb eine Anfrage an Oberbürgermeister Dieter Reiter gestellt. Denn die FDP will die Priorität auf den Fernwärmeausbau setzen, statt auf den Radwegausbau. Die Anfrage der Partei hat einen bestimmten Hintergrund. Wir haben gesehen, dass bei einer Expertenanhörung im Deutschen Bundestag ein Sachverständiger gehört wurde, der von den Stadtwerken München kam und der dort im Bundestag gesagt hat, dass in München der Radwegeausbau eine höhere Priorität hat als der Fernwärmeausbau. Wir haben ebenfalls die Stadtwerke München angefragt, ob es tatsächlich eine Konkurrenz zwischen Radwegausbau und Fernwärmeausbau gibt. Seit Jahren arbeiten die Stadtwerke und die Landeshauptstadt München eng zusammen, um den Ausbau der Fernwärme voranzubringen. Dies ist aufgrund der vielen Baumaßnahmen oft eine Herausforderung. Die Priorisierung des Fernwärmeausbaus könnte hier eine erhebliche Beschleunigung bewirken und dazu beitragen, die Klimaziele der Stadt und des Bundes schneller zu erreichen. Mit diesem Statement möchte die SWM weniger Kritik am Radwegausbau ausüben, sondern vielmehr an der Priorisierung der Stadtregierung. Für die Grünen im Rathaus kommt die Anfrage der FDP überraschend. Mobilität und Wärmepolitik sind zwei Paar Stiefel, so Stadtrat Paul Bickelbacher. Wir streben 2035 an, dass wir ein gutes Netz bis dahin auch haben. Manchmal kann man vielleicht sogar machen, das auch noch zusammen machen. Wenn man Fernwärme nämlich ausbaut, dann wird die Straße sowieso oft aufgerissen. Dann kann man vielleicht auch die Radwege mitmachen. Die fehlt jetzt gar nicht so als Kontrast. Aber jetzt das eine gegen das andere auszuspielen, macht in dem Fall wenig Sinn. Jörg Hoffmann von der FDP hingegen fordert eine kommunale Wärmeplanung. Und die Fernwärme auch mittelfristig umzustellen auf erneuerbare Energien. Das ist nämlich auch noch nicht geschehen. Dort müssen die Ressourcen rein, da müssen die Stadtwerke planen und lieber ein paar Leute vom Radwegebau abziehen. Bis 2025 sollen die Radwege ausgebaut werden. 2035 soll München möglichst klimaneutral sein. Zwei ambitionierte Ziele, die sich anscheinend gerade gegenseitig im Weg stehen.